Hallo, liebe Bastelfreunde. Heute fertigen wir eine Kerze in Rosetönen. Dafür brauchen wir Wachsplatten in folgenden Farben: Silber, Karminrot, Weinrot, Altrosa, Apricot und Weiß. Noch benötigen wir silberne Streifen 2 mm breiten, eine Taube, eine Form Quadrat mit 4 cm Seitenlänge. Ausstechform in Kreis, hier ist es ungefähr 1 cm Durchmesser. Für Herzmotiv können Sie nehmen entweder Ausstechform für Plätzchen oder für Papier basteln. Noch brauchen wir das gleiche Ausstech für Papier basteln in Schmetterlingform und ein Stück Backpapier. Wofür zeige ich später. Wäre gut, noch einen Bleistift mit Gummi radieren am Ende, Lineal, Cuttermesser und natürlich die Kerze. Dann fangen wir an. Erst schneide ich aus weißem Wachs die Fischkörper, weil in unserer Kerze es gibt zwei Fische, eine Sonne und ein Herz. Alle diese Motive sind in Weiß. So. Das ist unsere Sonne. Um diese ausgestochene Form sauber rauszukriegen, benötigen wir Bleistift mit Radierer. So hinterlässt Bleistift keine Spuren auf dem Motiv. So. Für Herz benutze ich Ausstecher für Papier basteln, Karten basteln und so weiter. Dafür benötigen wir Backpapier. Wir legen Wachs zwischen zwei Schichten Backpapier, schieben das alles in Ausstecher. Warum Backpapier? Weil Wachs klebt nicht drauf und wir können schnell und sauber alles rausbekommen. Wenn wir nehmen normales Papier, bleibt das alles schön kleben. So, dann wir sind schon dabei stanzen. Machen wir ja auch zugleich Schmetterlinge. Für Schmetterlinge nehme ich Karminrote Wachs. So, wir nehmen diese Ecke. Wenn wir frei kriegen. Manchmal Wachs will nicht mitmachen. So. Und wiederholen Prozess. Jetzt noch freikriegen aus dem Papier. So, zweiter Schmetterling. Jetzt schneiden wir einen Streifen aus weinroter Wachsplatte, ungefähr 2 mm breit. Den werden wir benutzen bei dem Kreuz. Unser Kreuz wird auf der Kerze aus zwei Farben, Silber und Weinrot. Vorsichtshalber schneide ich direkt zwei Streifen.
brauchen wir Quadraten. Die bilden unsere Hintergründe für Motive. Einfach auflegen und schön akkurat Seiten entlang mit dem Messer nachgehen. Und auf Seite. Das ist Apricot. Und Altrosa, wiederholen das Gleiche. So. Silberne Wachsplatte benutzen wir später. Was wir noch brauchen, es ist eine silberne Doppelstreife. Deswegen schneiden wir direkt zwei ab. Daraus machen wir Kreuz. Eine silberne Streifen benutzen wir für Ranke. Und das werden wir für Umrandung nutzen. Unsere Motive. So. Jetzt nehmen wir unser blaues Handtuch als Unterlage für die Kerze, dass sie nicht rollt. So, Kerze ist wie immer bei mir 25 cm hoch und 7 cm in Durchmesser. Wir fangen an mit silbernen Streifen und legen sie entlang. Das wird unser Kreuz, senkrecht Balken. Hier ist ungefähr 2 cm, unten bleibt frei, oben 2,5 cm frei. So, nochmal akkurat antippen, nicht streichen und ohne Gewalt natürlich, sonst wir machen alles kaputt. Links vor den silbernen Streifen legen wir unsere weinrote Streifen. Das bringt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Überschuss weg. So, jetzt setzen wir unser erstes Quadrat. Oberen, das ist Apricot. Wir gehen vom hell zu dunkel. Mit Abstand ein bisschen oben, so ungefähr 1 cm. Und Quadrat müssen wir fest andrucken. Jeder einzelne Quadratmillimeter, sodass keine Luftblasen mit der Zeit binden sich können. So. Am Kreuz akkurat, sodass wir nichts Silbernes kaputt machen. Leicht streichen, polieren. So verschwinden unsere Fingerabdrücke. Jetzt legen wir unsere Querbalken von dem Kreuz. Erstmal auflegen, leicht antippen, gucken, ob wir alles gleichmäßig machen. Und jetzt kann man festkleben. So, farbige Schattierung vom Kreuz mache ich von unten. Und von dieser Seite auch.
So, dann haben wir akkurat alles angetippt. Jetzt kommt Altrosa Quadrat. Und das gleiche fest andrücken. So, dass alles schön fest hält. Und polieren. Und letzte Quadrat in Weinrot. Und dasselbe Prozedur fest andrucken. Akkurat am Kreuz. Und polieren. So, Grundlage ist fertig. Oben kommt bei uns die Sonne. Wir setzen das entweder mittig, wer möchte. Ich setze ein bisschen versetzt nach oben links. So werden Sonnenstrahlen sind schön asymmetrisch. In die Mitte kommt bei uns Herz. Und hier setzen wir Fische. Noch sind das keine Fische, aber wenn wir fertig sind, dann schon. So. Und nochmal schön akkurat polieren. So. Jetzt setze ich Ranke. Ich fange von unten. Dann gehen wir vom Kreuz nach links, danach vom Kreuz nach rechts. Wir führen schön akkurate Bogen. Und schön eintippen. Überschuss abschneiden und fixieren. So, jetzt können wir anfangen Umrandung unserer Motive. Herz fangen wir von Mitte oben. Und schön immer wieder eintippen. Hat uns nicht gereicht, war doch zu kurz. In solche Fällen nicht wegwerfen, das können wir noch benutzen für andere Motiv. Dann nehmen wir längere Streifen und wiederholen alles. Und abschneiden. Jetzt Fisch umranden, ein bisschen abstehen lassen hier. Das ist unsere Schwanzflosse. Dann gehen wir zur Nasenspitze über den Rücken und das ist wieder Schwanzflosse. So entsteht unser Fisch. Und nochmal. Das, was wir nicht gebrauchen könnten bei Herz, wir können setzen bei der Sonne. Am besten Umrandungen anfangen bei der Sonne unten. Jetzt machen wir Strahlen. Noch ein bisschen silberne Streifen.
einmal Kontrolle, ob alles richtig sitzt, so wie wir haben möchten. So, Taube setzen wir in die Mitte links von der Ranke. So, und jede Ranke hat Blätter. Die werden wir jetzt schneiden aus silbernem Wachs. Alles auf Seite stellen. Unsere Ranke hat nur 6 Blätter, deswegen brauchen wir nur 6 Stück auszuschneiden. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, auslösen und legen auf Seite. Ein Blatt setzen wir auf weinrote Quadrat, ein Blatt auf Bogen. Dann wieder auf feinrot-rosa Quadrat. Nächste kommt hier auf den Aprikotfarbene und wieder auf den Bogen. Und das letzte Blatt kommt auf die Spitze. Wer möchte, kann die Kerze ohne Schmetterlinge fertigen. Dann sieht sie so aus. So, wir machen aber mit Schmetterlingen. Ein Schmetterling sitzt hier. Und ein Schmetterling setzen wir hier. Ups. So, Schmetterlinge auch polieren. So, unsere Kerze ist fertig. So sieht sie aus mit Schmetterlingen. Und wer möchte Beschriftungen bringen, das ist ja Platz hier unten. So, unsere Kerze ist fertig. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, bitte dann Daumen oben geben und meinen Kanal abonnieren. Danke.